Die Stadt Neumarkt feierte am Dienstag dieser Woche 25 Jahre Jugendpflege. 1994 stellte die Kommune den ersten Jugendpfleger ein. Das Jugendbüro kümmert sich um zahlreiche Veranstaltungen, aber auch Kinderbetreuung während der Schulferien, Kunstprojekte oder Medienschulungen. Laut Siegfried Müller sei der Bereich Jugendpflege ständig im Wandel und letztendlich davon abhängig, wofür sich die junge Generation jeweils interessiere. Aktuell zum Beispiel für das Thema Klimaschutz. Das macht mich ein ganzes Stück froh, weil wir hatten viele, viele Jahre fast ein bisschen unpolitische Jugend zu verzeichnen. Und die wird jetzt politischer, im besten Sinne jetzt nicht parteipolitisch, sondern gesellschaftspolitisch. Und das, finde ich, ist gut. Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurden mit der Raiffeisenbank und Tefi auch zwei Neumarkter Unternehmen als Partner der Jugend ausgezeichnet. Am Donnerstag dieser Woche startete eine neue Kooperation zwischen der Lebenshilfe Neumarkt und der Lamsbrauerei. 7 Schülerinnen und Schüler übernehmen von nun an jeden Donnerstag landschaftspflegerische Aufgaben an einer Streuobstwiese der Brauerei in Arzthofen. Damit leisten sie einen Beitrag zum Artenschutz. Künftig steht auch das Schneiden von Hecken und die Pflege von Teichen und Nistkästen auf dem Programm. Weitere Praxiserfahrungen sollen in einer Imkerei und in einem Milchviehbetrieb gesammelt werden. Mit dem alljährlichen Hundeschwimmen wurde am Samstag letzter Woche die Neumarkter Freibadsaison offiziell beendet. Dabei durften Vierbeiner das Erlebnisbecken benutzen, bevor es winterfest gemacht wird. Über 60 Hundebesitzer nutzten das Angebot. Für die Tiere wurde das Wasser an diesem Tag nicht geklort. 2019 konnte das Neumarkter Freibad wieder rund 180.000 Besucher verbuchen. Bereits im Juni wurden aufgrund hoher Temperaturen und später Pfingstferien Rekordzahlen vermeldet.